Ja, Freunde, leider ist es soweit. Die Cold War Beta ist vorbei. Wir haben jetzt noch einen Monat ungefähr, bis Cold War released wird. Und bis dahin müssen wir natürlich noch ein bisschen Zeit mit Modern Warfare verbringen. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Da das Ganze irgendwie so die letzten Tage von Modern Warfare sind, vor Release von Cold War, habe ich mir gedacht, spielst du einfach nochmal eine Waffenkombi, die du halt eigentlich allgemein am liebsten spielst. Beziehungsweise spielst du einfach mal eine Kombination aus deinen Lieblingswaffen. Es geht natürlich um die Kombination M4 plus MP7. Wirklich sehr, sehr nice Waffen. Es gibt natürlich auch wieder mein bestes Klassensetup für die Waffen. Lass auf jeden Fall auch ein Abo da, um nichts in Zukunft zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde. Let's go. Ich muss auch echt sagen, das Halloween-Update bis jetzt ist wirklich sehr, sehr nice. Ist auch wirklich, denke ich, sehr gut, um jetzt so die Zeit jetzt noch ein bisschen zu überbrücken bis zum Cold War Release. Mit dem Update sind jetzt noch ein paar. Ach. Let's go. Ich werde hier versuchen, jetzt ein bisschen zum Laufen. Ah, moin, er sieht mich einfach. Hä? Wie kann er mich denn sehen? Hä? Schwieriges Thema. Hä? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir heute noch einen Jumpscare erleben werden. Der, es ist die vierte Kiste hier bei Damm, die einfach Gold ist. Okay, perfekt. Das heißt jetzt, wir spielen Solo gegen Krios. Stellt euch einfach mal vor, wie krank es wäre, wenn man jetzt zusätzlich noch einfach ja, das Licht an- oder ausschalten könnte in den Häusern. Das wäre, glaube ich, schon wirklich Endlevel-Jumpscare. Ich bin auch echt gespannt, wie sich jetzt quasi Warzone im Verlauf von Cold War entwickeln wird, ob es quasi einfach nur verdammt gemein weitergehen wird oder ob wir halt einfach wirklich eine komplett neue Map bekommen werden mit neuen Waffen, mit neuen Designs. Digga, wieso landet mein Loader da oben? Die M4 und die MP7 sind ja auch eigentlich Waffen, die wirklich seit Release von Warzone auch mit die besten Waffen sind. Natürlich wurden beide immer wieder mal ein bisschen gepatcht, dass sie schlechter wurden, dass sie besser wurden, aber so im Großen und Ganzen sind das immer noch wirklich sehr stabile Waffen und man kann mit der Kombi auf keinen Fall was falsch machen. Nein! Oh nein. Fuck, er sniped. Ah, okay, schade. Er wird mich killen. Digga, mein Herz, also es ist halt echt nichts für mich, Digga. Digga, was macht er denn da? Ah! Da sind ja Zombies. Ich hab's ja komplett vergessen. Ah! Das ist zu wild für mich. Okay, ich glaube, wir sollten hier so schnell wie möglich einfach verschwinden. Was? Bro? Nein. Hä, ich kann doch nicht wieder so schnell tot sein. Was soll das? Hä? Was sind das für Menschen? Er ist aber der Beste, Digga. Okay, wird hier auf jeden Fall jemand chillen. Schade. Ich bin so tot. Let's go. Ja, die M4 ist einfach zu gut. Hä? Wie hat er mich bekommen? So, bevor wir jetzt weitermachen, gibt es natürlich erstmal das Klassensetup zu der M4 und der MP7. Wirklich, wie gesagt, eine sehr, sehr nice Kombi. Bei der M4 spiele ich das Ganze mit dem Monolith-Schalldämpfer, den M16 Grenadierlauf, dem Holo-Visier. Hier könnt ihr theoretisch auch das VLK-Visier nehmen. Oder je nachdem, wenn ihr jetzt mit dem Start-Visier auch klarkommt, könnt ihr das nehmen. Dann spiele ich den Kommando-Vordergriff und das 60-Schuss-Magazin. So komme ich wirklich sehr, sehr gut klar mit der Waffe. Die M4 ist wirklich mein absolutes Favorite-Sturmgewehr. Und wie gesagt, wir spielen das Ganze in der Kombination mit der MP7. Hier spiele ich das Ganze mit dem Monolith-Schalldämpfer, dem FSS-Aufklärungslauf, dem Söldner-Vordergriff,
M65 Schussmagazin und dem gemusterten Griffband. Söldner-Vordergriff kann man eventuell auch noch gegen den Kommando-Vordergriff austauschen, aber so bin ich jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr gut klargekommen. Im Nahkampf auch ein absolutes Biest. Dann spiele ich noch KRD, Overkill und Eifrig. Mit dabei habe ich natürlich noch die Semtex, da man C4 halt einfach gar nicht mehr spielen kann. Und die Betäubungsgranate. Wirklich sehr, sehr nice Klassensetup. Testet das gerne aus. Gebt mir auch gerne ein Feedback dazu, beziehungsweise schreibt mir auch gerne mal euer Lieblingsklassensetup in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go. Ja. Hat nicht so gut funktioniert. Er kommt, er ist close. Oh, Digga, der... Komm hoch. Warte, noch nicht schießen. Jetzt. Let's go. Der andere ist close bei mir. Ah, Leute, können wir beides machen? Soll ich mein Herz machen? Kuss. Der hat eine Decke. Er kommt. Hab ich. Ich glaube, der will ein Spiel spielen. Noch einer hinter mir. Schön. Vor uns Gegner. Ein down. Shotgun hinter mir. Come on. Gönn. Ich komme auch. Ich hole mir kurz meine Waffen. Ich komme. Ich habe nicht viel Munition, aber ich komme. Achtung, Stun. Wo einer rechts von mir?